Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Enlisted. Wir sind wieder zurück in Berlin und grinden für den Battle Pass. Und ich muss sagen, es ist die zweite Aufnahme. Denn die Runde davor, kurz vor Abschluss, wir waren auf dem Bahnhof Werbig. Wir hätten zwar die Runde so oder so verloren, aber ich musste die Aufnahme leider ab... Das heißt, ich nicht, sondern mein Internetanbieter hat die Aufnahme leider abgebrochen. Denn ich hatte wieder mal kein Internet und das Problem ist ja erst seit Anfang Dezember und es ist noch keine Lösung in Sicht, aber hey, ich zahle immer noch voll und ganz meinen Beitrag. Also danke. Ich gehe mal davon aus, der eine oder andere kennt das, denn wir sind in Deutschland und Internet ist hier noch Neuland. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Wir gucken nochmal ganz kurz, was wir machen müssen. Strategischen Punkt einnehmen, okay. 5 Enemies mit einem Kopfschuss kriegen wir auch am Willen und 30 mit einem Fahrzeug bzw. Flugzeug. Check. Und ich hoffe, dass die Internetverbindung jetzt auch zumindest für die Aufnahme hält, denn es ist total ätzend, wenn du eine richtig gute Runde hast und das Spiel ist dann futsch. So, erstmal kämpfen wir uns jetzt hier durch. Krustenlecker. Was ist das für ein Name? Ah, sehr gut, ey. Ich habe so das Gefühl, dass wir von hier aus gar nichts ausrichten können, ne? Das ist ziemlich dumm, mit dem Panzer hier reinzugehen. Ha. Aber ich will jetzt auch unten. Ich will jetzt aber auch nicht aussteigen. Na, mal gucken, vielleicht können wir ja von der Seite irgendwie noch was abgreifen oder so. Hin und wieder verläuft sich ja mal ein T-34 in die Ecke. Sag ich doch. Gut, never mind. Das war's dazu. Wechseln wir doch direkt mal. Bin jetzt blind? Wo ist denn der neue Punkt? Ach, da! Okay, ihr habt ihn nicht gesehen. Ja, dann starten wir mit dem Pionier natürlich. Na, Internet. Macht mir keine Sorgen. Wir müssen ein bisschen Abstand halten für den Punkt, ne? Oh, wir können schon hier setzen, das ist ja gut. Etwas offen. Egal. Wir setzen eine Barrikade, dann sieht das keiner. Ah, ihr braucht die Punkte. Oh, hi. Kommt, den holen wir uns. Kurz. Oh, was ist denn das jetzt hier? Alter, willst du mich jetzt verarschen? Oh. Genau. Dachte ich mir auch. Ja, es war ziemlich dumm von mir. Danke. Ich war dafür nicht fähig. Ha. Huh. Hier nochmal schnell ein bisschen Munition verteilen. Also kommt nur mir das so vor, da ist das hier gerade super leise. Ganz toll. Die Granate nicht gesehen, die direkt vor mir lag. Ach komm schon, jetzt hört's aber langsam auf. Was ist denn hier los? Was soll denn das? Unser Panzer? Nein. Jemand Sprengstoff dabei? Ja.
Ihr sollt ja nicht alle rumstehen. Na, hier. Fang. Oh, hi. Da ist ja noch einer. Noch jemand Sprengstoff? Ne, kriegen wir mit Molotow den Motor so heiß, dass das Ding explodiert oder brennt? Das ist die Frage, die es zu beantworten gilt. Wir testen das einfach. Ne, hau nicht ab, du. Ha! Was hast du jetzt davon? Damit kommen wir nicht weit. So. Nochmal. Vielleicht erwischen wir den Motor. Manchmal funktioniert das ja, aber ich glaube, der ist ein bisschen zu dick dafür. Ne, das wird nix. Der hat darauf keinen Bock. Du, mit der Panzerfaust, mach den Panzer platt. Da steht ein ausgewachsener Panzer. Hat denn niemand mal irgendwas dabei, um diesen Panzer kaputt zu machen? Ey, die gehören nicht zu uns. Hallo? Nachladen, nachladen? Ah, verdammt. Hier habe ich noch jemanden über? Nein, ne? Schade. Okay, wir gehen mal im Flugzeug rein. Was soll schon schief gehen? Mag mir jemand schnell den Panzer markieren? Nein? Schade. Wow. Oh, war das knapp. Alter. Das war, ich meine, das war natürlich voll berechnet, das war ja ganz klar. Ich wollte, dass es so knapp aussieht wie im Actionfilm und wusste ganz genau, dass das klappt. Ist ja logisch. Wer was anderes behauptet, ist ja lügt. Ja. So, jetzt können wir nichts mehr machen für ein Battle. Achso, doch, stimmt. Wir brauchen noch Kopfschüsse. Ach, strategischen Punkt und. Ja, stimmt. Doch. Da fehlt ja doch noch eine ganze Ecke. Aber interessanterweise, ich habe doch gerade mit dem Flugzeug Kills gemacht. Warum werden die mir nicht gut geschrieben? Warte kurz. Töte er nicht mit einem Panzer oder Luftfahrzeug? Haben wir doch. Ha. Na gut. Sagt mir irgendwo nur eine Richtung. Ich brauche nur irgendwas, dass ich weiß, wo ich die Bomben abwerfen muss. Oh oh. Ja. Geschieht mir recht. Wer so schlecht fliegt, der hat es nicht anders verdient. Ach. Gut, dann halt eben nicht. Warte mal, wenn die von da kommen, ne, dann haben wir die mal ein bisschen weiter hier hin, dass der Rand trotzdem noch mit dem Punkt treffen könnte. Hauen wir mal schnell einen Spawn hin. Vielleicht mag den ja mal benutzen. Ich brauche die Punkte. Ja, gut, einen haben wir erwischt. Das war's wert.
schon, wir können nicht dauernd diese Kontrollpunkte verlieren. No. Oh, das war knapp. So, was brauchen wir noch? 4 Kopfschüsse oder so, ne? Abwarten. Es sind gerade so viele, die da langlaufen. Nicht schießen! Ach, zu kurz. Lasst nicht zu, dass der Feind seine Position festigt. Kommt da noch mehr? Ist hier jemand? Nein. Da ist jemand. Wo war es? Kein Kopfschuss. Das war aber einer. Oh oh. Ja, natürlich geht es in meine Munition leer. Ach komm schon. Das gibt's doch nicht. Habe ich einen Kopfschuss gemacht? 2. Na gut. Kann ich mit dem Panzer einen Kopfschuss machen? Ja, mit dem MG, ne? Das würde gehen. Allen Anschein nach wird der Gegner uns wohl überrennen. Zumindest sieht es jetzt danach gerade so aus. Der Feind will den Kontrollpunkt einnehmen. Ah, da steht so viel Zeug rum, ne? Das ist blöd. Hatte. Was ist das? Achso, der Baum. Echt jetzt? Ich glaube, willst du jetzt da jetzt liegen bleiben? So, aber von hier aus kann man wenigstens ein bisschen das Feld rasieren. Kopfschuss? Ja, sehr gut. Also Kopfschüsse sind ja an sich schon schwer, ne? Aber mit einem Panzer, mit Maschinengewehr einfach so straight draufhalten auf der Entfernung und dann treffen. Sauber. Zählt das dann? Ja, zählt. Das ist nicht gut. Von wo hat der geschossen? Ja. Aber die Treffer werden mir nicht gut geschrieben. Das... Entweder wird mir das am Ende gut geschrieben oder es ist verbuggt. Weil wir haben jetzt gerade mehr als einen Treffer gemacht. Also. Oh, etwas zu steil, wa? Etwas zu steil. Hochziehen, hochziehen! Hm. Die haben noch mehr als die Hälfte. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe so das Gefühl, dass der Gegner nicht verlieren will. Hui. Das war knapp. Ah, den Punkt holen sie sich jetzt auch.
So, vielleicht kriegen wir jetzt mal einen geilen Anflug hin. Vielleicht mag mir mein Team auch mal was anzeigen. Mag mein Team nicht, aber da hinten sehe ich einen Panzer. Und da ist scheinbar noch einer. Ne, der gehört zu uns. Ach, der gehört auch zu uns. Ganz toll. Dann werfen wir die einfach blind wieder ab. Wir haben den größten Lecker erwischt. Den hatte ich schon wieder vergessen, den Namen. Das war Schicksal. So, jetzt haben wir die Maschine aber etwas besser aufgefangen. Derzeit trinken wir mal kurz was. Nee, wäre mir nicht gut geschrieben. Dann bin ich mal gespannt, ob am Ende die gut geschrieben werden. Wenn nicht, dann wäre es ziemlich ärgerlich. Wenn du den Battle Pass nicht machen kannst, weil die Aufgaben nicht funktionieren. Huch, was war das denn? Ist der Pilot besoffen? Na los, zeigt mir irgendwas an. Gut, dann halt in den Punkt rein. Wir sollten lieber am Boden verteidigen, würde ich sagen. Das könnte wehtun. Na, geht noch. Sag mal, hatte ich dir nicht mal eine Maschinenpistole in die Hand gedrückt? Oder war das in Tunesien? Peng, 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 peng. Das wurde ja in Tunesien. Gib mir das. Okay. Das lief ja alles nicht so gut heute. Aber immerhin hat das Internet mitgespielt. Also danke, Internet. Gezählt. Wunderbar. Hat nicht gereicht, aber hat gezählt. Das ist schon mal wichtig. Nee, wo wollt ihr denn hin? Ach Quatsch. Ja, es ist okay, würde ich sagen. Hätten mehr Punkte sein können, aber was soll's. So, dann haben wir jetzt die U87D2, heißt das Ding genau, siehst du? Du bringst auch gleich ein bisschen Bomben mit, ne? 4 Stück. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also, hier haben wir eine 52-Kilo-Bombe, ein 20mm-MG, ein 7,92mm-MG und 4 50-Kilo-Bomben. So, ne? Das halten wir mal ganz kurz im Hinterkopf. Ich will dich nur ganz kurz hier mit reinsetzen. So. Kurz das Thema durch, denn ich habe nämlich folgendes Problem. Ich habe in Tunesien das, was ich im letzten Video besprochen hatte, habe ich nämlich bei den Alliierten hier auch dieses Flugzeug mit einer dicken Bewaffnung, aber ich habe nur das 12,7mm Maschinengewehr oder das 7,62mm, eins von den beiden, ich glaube, das 7,62 und nur eine 5 und 2 45-Kilo-Bomben. Das heißt, die andere Ausrüstung kann ich gar nicht hinzufügen und ich kann die auch nicht irgendwie die Maschine modifizieren, dass ich die dann bekomme. Also irgendwie haut da was nicht hin. Und das nervt. Und ich hoffe, dass das jetzt nur bei der ist und nicht auch noch bei der, die wir jetzt dementsprechend haben.
die wir jetzt freigestellt haben. Das werde ich gleich mal antesten. Ich werde euch berichten, ob das Ganze funktioniert hat oder auch nicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video mit dabei seid. Also bis dahin, macht es gut. Ciao.